Na? Was geht? Wie war bei euch heute Schule? Ah, oh, Schule war heute richtig nice, ey. Wir haben heute so viel gelernt. Wir waren heute zum Beispiel im Gemüsegarten und haben Gemüse angepflanzt. Oh! Nice! Das war richtig nice, ey. Oh, meine Mutter sagt immer, Pflanzen sind gut für die Erde. Was? Wusstet ihr, dass auch Pflanzen Düngemittel beinhalten? Also hat zumindest meine Mutter gesagt. Ich glaube ihr das jetzt einfach mal. Weil sie hat ja auch früher immer für mich gesorgt und so. Und dann... Hä? Von welchem Planeten... Alter Digga, von welchem Planeten kommst du eigentlich? Basti, kannst du mal deinem kleinen Bruder sagen, dass er damit aufhören soll? War alles zu glauben. Mutter Natur hat mich erschaffen. Aber aus Versehen, oder was? Ja, und halt, ja, das erklärt mir meine Mutter immer so. Sie sagt immer so, der Storch ist eine alberne Erfindung. Mutter Natur hat dich erschaffen. Durch einen... Oh, also, kleiner Bruder, nur weil wir jetzt alle... nur weil wir jetzt alle da jetzt hier Geschwister sind und du behauptest, du bist hier das Beste, brauchst du nicht immer ja. Unsere Mutter immer alles glauben. Die erzählt genug Scheiße. Wusstest du eigentlich, dass der Jüngste immer das größte Opfer ist? Wenn, genau. Brachenlern, Babbel. Ja. Genau. Wenn eure Mutter Scheiße erzählt, ist das nicht meine Mutter, ja? Die erzählt immer die Wahrheit. Ja, du meinst. Und sie sagt auch so, wenn ich mal eine schlechte Note schreibe, ist das nicht schlimm. Weil ich kann das immer ausgleichen durchs Mündliche und im Mündlichen sagt sie, kann ich das hier eh alles so gut, also von daher. Und ich könnte auch sofort Biologe werden. Alter. Weil ich jetzt so gut mit Delfinen umgehen kann. Was? Du konntest noch nie gut mit Delfinen. Du konntest noch nie gut mit Delfinen umgehen. Ich hatte das. Doch, wir haben noch extra so ein Delfin-Schwimmbad zu Hause. Was? Im Keller meinst du? Das ist doch kein Delfin-Schwimmbad, das ist eine Badewanne. Ja, aber aufblasbare Delfine, mit denen kann ich schon richtig gut umgehen. Wow. Und wie bläst du die auf, mit einer Luftpumpe oder was? Das dauert doch eine halbe Ewigkeit, ey, das sind doch so Monsterteile. Was? Mama sagt doch, das ist viel zu teuer. Was ist viel zu teuer? Ja, so ein richtiges Tier. Da kann man lieber eins als Luft nehmen. Ja, Alter, wenn du unsere eine diese scheiß Aufblasbandteile, die können eh nichts. Sie gehen eh nach unsere Katze Gilbert, die haut die Katze dann eh kaputt, wenn du die aufgepustet hast oder so. Nur weil eure Mutter euch nicht mag, müsst ihr nicht auf meiner rumhacken. Du musst mein Bruder, aber Alter. Gilbert macht das auch eh alles wieder kaputt. Mit den Delfinen. Und die Bar und dieses Delfinenlager, was du das hast, ist einfach die alte Badewanne von Oma und Opa. Nein. Da waren immer irgendwelche Keime drin, das heißt, das sind Delfinschuppen. Können doch die alten Zähne aus deren Gebiss sein, aber das waren Delfine. Ich glaub jetzt mal dran, hat meine Mutter zumindest immer gesagt. Deine Mutter erzählt zu viel. Nein, die erzählt genau richtig. Sie ist einfach die Erde. Du bist richtig leichtgläubig, ey. Und hör nicht immer auf die Mutter, ey. Doch, sie hat mich doch erschaffen. Ja, die Mutter Natur. Die heilige Mutter Natur. Was glaubst du eigentlich noch, ey? Erst war es der Storch, dann was Mutter Natur, dann was deine Mutter. Und wenn du wenn deine Mutter nein, sagt. Der Storch. Und wenn deine Mutter sagt, ess nicht mehr bei McDonald's, würdest du es dann auch machen? Ja, sie weiß, wie viele Keime und so da drin sind. Was? Ich sag, ich soll auf dem Eiffelturm springen, hat das bestimmt einen Grund, dann mach ich's auch. Die weiß, dass sie ist einfach der Erschaffer. Sie ist der Gründer von mir. Sie hat mich gegründet. Gedacht, komm, wir gründen jetzt mal was richtig Cooles. Und ja, und das nennen wir jetzt einfach mal. Das nennen wir jetzt mal Robert. Das Vieh. Robert! 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 Wie gesagt, ja, das Vieh nennen wir jetzt Robert. Und das wird später Mathematiker. Und ich werde das jetzt auch. Wer, der Delfin oder was? Ja, der auch, das wird mein Maskottchen. Ja, Bruder. Robert! Robert, mein Söhnchen. Nein. Also, Tom, wenn ich dir jetzt sagen würde, spring vom Eiffelturm, weil dann lebst du länger, würdest du es dann machen? Nein. Nur weil du der Jüngste bist und alle meinen, dass du der Süßeste bist, brauchst du dich nicht so angeben, ey. Ich bin der Putz.
Sechste Jahr? Nein! Wenn meine Mutter das sagt, dann ist das auch so. Ja, Mutter sagt viel. Mutter. Komm erstmal in der. Ja. Komm erstmal drauf. Warte erstmal ab, bis. Ja, bis du auf in. Was soll ich warten, hä? Bis du in der Pubertät bist, dann, dann wird sie was anderes sagen. Ja, genau, dann sagt sie: Oh, du, ich sehe dich, ihn sehen dir jetzt schon mein Mathematiker, mein Lieblingssöhnchen. Und ihr beide werdet so eine Obdachlosen. Oder wie man das doch immer nennt, das weiß ich jetzt gerade noch nicht in meinem Alter. Aber ich bin ja auch jünger. Aber als du weißt, dass du Mathematiker bist. Alter, heul nicht so rum, du Oberzicke, ey. Und ich muss mein Zimmer alleine aufräumen. Weil Mama sagt, das ist immer so. Ja, das macht die Arme kaputt. Weißt du, dann höre ich da drauf einfach mal. Muss ja stimmen. Es muss nicht stimmen, was Mutter sagt. Mutter arbeitet auch nur Scheiße. Die sitzt jeden Nachmittag einfach vor dem Fernseher, raucht erstmal 10 Schachtel, so 2 Schachteln kippen. Ja, aber hallo. Sie sagt doch, ihr geht's nicht gut. Sie wird frisch. Also ist das richtig. Aber das ist doch nicht normal, dass sie seit 2 Jahren jeden Nachmittag 2 Schachteln kippen am Stubentisch raucht. Doch. Also sie sagt immer, das ist für meine Nerven. Ich brauch das. Ja, das ist aber, die ist aber auch assi. Wir sind alle assi, ey. Guck mal, was ich werde immer in der Schule gemobbt, weil ich trage nur so Billigklamotten von Lidl und Kick und so. Und die anderen sagen dann immer so, haha, du nasser Sack, ich trage Adidas und Nike und so. Hey, ich trage nur weil unsere Mutter zu faul ist, zu arbeiten. Was seid ihr denn für Opfer, Mann? Eure Mutter hat ja richtig bei euch gespart. Ich krieg den heißen Scheiß. Ihr müsst halt das aus der Mülltonne kriegen, was irgendwie... Nein, du kriegst das, was wir getragen haben. Und früher hat ihr noch Arbeit gehabt, deswegen hast du mir das so reich tolle Sachen. Ja. Ja, das wirst du aber später merken. Du kriegst immer die Sachen, ja, die wir haben. Ich kann auch euch tolle Sachen ausgeben, aber ihr seid jetzt einfach nicht wert, wisst ihr? Ich meine, du musst ja, die schätzt es einfach. Und ich bin immer auf die angewiesen, weißt du, sie wäscht meine Wäsche. Sie macht einfach alles für mich. Und für uns nicht, oder was? Nee, ihr müsst die immer selber waschen. Wir sind nur nasse Säcke oder was? Stimmt ja gar nicht, Junge. Hör auf zu lügen, Alter. Ich mach das nicht. Alter, nur weil du der kleinste, süßeste und schlauste bist, brauchst du jetzt hier nicht so angeben. Wir sind auch noch was wert. Sie hat mal zu euch gesagt, hätte mich damals euer Vater nicht umgekriegt, wärt ihr nie entstanden. Was? Was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, wärt ihr beiden Hübschen niemals zur Welt gekommen. Wär's auch so gewesen. Alter! Willst du Stress, kleiner Bruder? Nee. Doch, das sieht's aber so aus. Oh. Du willst locker Stress. Nein, komm nicht zu mir!